Are you ready? Touchdown! Guten Morgen im Norden. Heute sind wir in einer Zoovisite. Mein Name ist Thomas Freaks, schön, dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Heute besuchen wir den Wolfsberry Zoo, zwar von Ulrich Wolfgang, so heißt er auf Steam. Mehrere Preise gekriegt dafür, ist auch noch nicht ganz so alt und ja, schauen wir doch mal rein. Ne? Ja, wir latschen natürlich nicht quer übers Blumenbeet, hier ist schon mal ein riesen Parkplatz. Ich zeige euch das nachher dann auch nochmal in der Overview. Ich habe den Zoo dann erstmal eröffnet. Der war nämlich zu, wahrscheinlich aus Performancegründen. Ich denke aber, dass das funktionieren wird. Hab jetzt ja nicht den schwächsten PC, also von da schauen wir uns doch die ganze Sache mal an. Ja, ein riesen Platz schon mal hier vorne. Das gefällt mir sehr gut. Hier mit diesen Antilopen-Skulpturen dann auch erstmal was gebaut. Das gefällt mir alles schon sehr gut. Hier drunter sind wahrscheinlich Bänke eingebaut. So, mal gucken. Einen Plan gibt es leider nicht. Also am Anfang, das gefällt mir schon mal sehr gut. Wir gehen natürlich links lang, denn ihr wisst, rechts ist keine Option. Aber jetzt in diese Häuser hier, da kommt man wahrscheinlich rein, ne? Mal gucken, dass wir das am Ende noch machen. Von oben sah der Zoo schon mal richtig gut aus. Viele, viele Häuser. Und von der architektonisch würde ich sagen, eine glatte 1. Restrooms, also auch alles hier schön mit Türen verbaut. Ich glaube, der Zoo von 2022 oder 22, glaube ich. So, hier haben wir dann schon mal kleine Fressecke. Dann gehen wir mal hier in den South America Pavillon, würde ich sagen. Und hier haben wir die Africa Experience. Jo, das gucken wir uns doch alles gleich sehr gerne mal an. Wir gehen erstmal nach Südamerika. Und wow! Alter, guckt euch diese Kletterstuff an. Und wow! Wow! Das gefällt mir sehr gut. Wow. So, was haben wir denn hier? Irgendwie nix. Es waren auch 8.000.000, ja. Wow. Giant Otter, okay. Ich sehe hier nur schon mal irgendwie. Ich sehe es. Da ist ein Tapir. Ist er das? Der Riesenameisenbär. Sehr schön gemacht. Was wollte ich jetzt sagen? Ach, hier waren irgendwie 40 Meldungen. Was sie natürlich jetzt genau wollten, weiß ich nicht. Hier ist das Kapuzineräffchen. Also der Kletterstuff ist ja, der ist ja mal mega. Sieht sehr schön aus. Sehr schön. Ich bin ja sonst kein Freund, so, ne? Äffchen und Kletterstuff und. Aber das finde ich super, das ist schön gemacht. Die Giant, also die Giant Otter. Die großen Otter da mit drin. Sehr, sehr fein. Und hier auch die, das Brückengeländer. Gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Schöner Wasserfall, ja. Das gefällt mir sehr gut, dieses Haus. Dieses Haus gefällt mir schon mal sehr gut. Selbstgebaute Schilder. Da hat man mich ja sowieso schon. Capybaras, okay. Die sollen ja auch irgendwie mit rumhüpfen. Ich höre sehr viele Boxen, irgendwie rumpelt und pumpelt es. Hier ist der Zwergkaiman. Irgendwo sind wahrscheinlich irgendwelche Tiere eingeboxt. Ich höre sie. Sehen tue ich sie nicht.
Da gehe ich mal hier rum, ne? Ihr wisst, rechts ist natürlich keine Option. Lowland Gorilla, okay, ist der westafrikanische Flachland Gorilla, so. Da hinten liegt auch einer. Und schön alles mit Bambus. Das hier so eine cool, so eine Matte hat er gebaut. Geil. Finde ich sehr schön. Ist gut gemacht. Gut gemacht. Okay, also wir befinden uns auf jeden Fall nach diesem Update hier. Das war, glaube ich, was im European Pack. Kann sein. Ich glaube ja. Also da befinden wir uns auf jeden Fall. Denke ich mal so. Schöne Steinarbeit. Hier haben wir noch ein Vivarium. Die Diamantschildkröte. Was hat sie da jetzt gerade geflackert? Das sind ja manchmal so Spiegelungen. Okay. Ja, der Weg gefällt mir nicht ganz so mit den Barrieren. Barrieren mit den. Na, sag mal schnell. Mit den Bordsteinkanten da dran, so. Das gefällt mir nicht ganz so. Aber das ist ja Geschmackssache. Kann man auch mal machen. Sieht man nicht ganz so häufig, das ist richtig. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier ist nochmal Gorilla. Ja. Die pennen irgendwie alle. Aber die Matten. Das ist schon cool gemacht hier. So, da und da würde es weitergehen. Mir fehlen so ein bisschen die Schilder tatsächlich. Also, hier haben wir die roten Waris und die schwarzen und die Lemuren, also die Cutters. Waris sind ja auch Lemuren. Oh. Schein! Und hier auch noch so einen kleinen Wasserfall. Das gefällt mir sehr gut. Und natürlich, man hat mich ja schon mit dem selbstgebauten Infotafeln. Da hat man mich ja eh schon. So, hier haben wir nochmal Flamingos. Sehr schön. Bisschen klein, sonst. Man kennt ja Flamingo-Gehege eigentlich immer nur mit so einem. Auf so einem See oder sowas. Aber warum nicht, ne? So, was haben wir hier? Die Erdferkelis. Jawohl. Das fügt sich alles sehr schön ein, ne? In dieses südamerikanische Häuslein. Hier, der Weg wechselt. Hier haben wir das Giant Blood hier. Dann das Zwerg-Hippo. Auch nicht schlecht. Das passt natürlich auch wunderbar hier rein. Haben wir gleich hier vorne. Oh, das ist auch schön gemacht hier. Das ist gut gemacht. Ja. Hat sehr viel Realismus. Ich glaube, der Beschreibung stand irgendwas angelehnt an den Toronto Zoo. Ja. Okay. Okay, da sind wir darum. Da müssen wir jetzt aber hier wieder zurück. Weil wir den anderen Weg noch nicht lang gegangen sind. Und zwar war der. Wir machen mal ein bisschen Spurti-Spurti. Hier. Da sind wir lang gegangen. Dann. Hier war der Kaiman. Hä? Ne, da sind wir. Dann sind wir jetzt überall lang gegangen, ne? Dann können wir nämlich da hinten rausgehen. Ich weiß nur nicht, ob uns das was bringt. Und hier sind wir jetzt gekommen, ne? Oder auch nicht? Was ist hier drin? Hier war das, ja genau. Das Zwergflusspferd. Alles klar. Dann rennen wir hier mal raus. Rainforest Pavilion. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Guck mal, auch da hinten mit einer Rampe für unsere Rollifahrer. Das ist doch super.
So. Aber ihr merkt, auch wenn man hier den Bordstein setzt, ach was, mit Gullideckel oder mit. Wow, okay, das ist Detailarbeit, Leute. Das finde ich gut. Gucken wir hier mal rein. Oh ja, das ist so richtig Zoo-like. Die Tüpfelhygiene dürfte das sein. Ja. Oh ja, die kann man sehr gut sehen. Oh ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist schön gemacht. Sehr realistisch. Sehr realistisch, Freunde. Sehr gut. Dann. Ich glaube, hier kommen wir bestimmt noch vorbei. Gehen wir mal hier lang. Die Africa Experience. Okay. Bin ich gespannt. Hier sind wir irgendwie, glaube ich, im Backstage-Bereich gelandet. Okay. Das sollte wohl nicht sein. Sind wir jetzt wieder bei der Tüpfelhyäne? Wild Dog. Okay, das sieht sehr ähnlich aus. Okay. Ist auf jeden Fall im Thema geblieben, ne? Mit den Zäunen und so. Das Gehege sieht gut aus. Leider sehe ich noch kein Tier. Ich glaube, da hinten sind sie. Ja, gefällt mir. Was haben wir hier Schönes? Nashorn. Und hier liegt doch auch irgendwas an Antilope. Blessbock oder so. Okay. Hier wieder die Pergolas. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Hat immer mal so einen Gullideckel hingebaut. Auch nicht schlecht. Oh, hier ein Nashorn. Da sehe ich die Steppenzebras. Das ist so ein wildes Mischgehege, würde ich mal so fast tippen. Der Zaun gefällt mir auch. Wow. Oh ja. Das gefällt mir. Schön gemacht. Sehr schön. Fein, fein. Und hier dürfen wir dann ja nochmal den afrikanischen Wildhund haben. Gut, die ähneln sich sehr. Auch diese Spots hier. Diese Aussichtsspots. Aber das ist eigentlich auch kein Problem. Kommen wir denn jetzt hier lang? Nochmal so eine Überaufsicht. Aufsicht. Zebra, Säbelantilope. Das Rhinoceros. Das erinnert mich so gerade, diese verschiedenen Aussichtspunkte natürlich, wie in der Zoom-Erlebniswelt, die ich ja gerade nachbaue. Das erinnert mich so ein bisschen dann dran. Und hier schön. Und auch, guck mal, das Tor hier. Oh, das ist ja super gemacht. Guck mal hier, der Backstage-Bereich. Wow. Oh ja, das ist super. Hier war nichts mehr. Gut. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Ach, guck mal, hier was Kleines. Das ist der Fennec. Jawohl. Süßes kleines Gehege. Die brauchen ja nicht so viel Platz. Der Zaun ist auch gut gemacht. Wow. Jumbo Grill. Kenne ich aus dem Serengeti Park. Der Fennec. Jawohl. Gucken auch hier nochmal. Kleine verschiedene Einsichtsmöglichkeiten. Ja, absolut genial, ne? Mehr braucht es nicht. Das reicht. So, haben wir hier auch noch. Ach, guck mal, wir haben ja noch eine zweite Savanne. Jetzt, was sehe ich denn hier? Das Gnu. Die Rothschild. Ne, Rothschild haben wir nicht. Wir haben jetzt Giraffen. Und natürlich den Strauß.
verschiedene Ebenen. Super. Super. Alter, guckt euch mal das Gebäude an. Sehr schön. Oh ja. Mit Außenspot. Hinein. Wow. 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 Absolut passend. Wow. Und das meiste tatsächlich, alles hier so vom Spiel, das ist, das sage ich ja immer wieder, ne? Nutzt das, was auf dem Spiel ist, nutzt es vernünftig und ihr habt es dann gleich. Wow, das müssen wir uns mal angucken. Und dann habt ihr es auch gleich vernünftig. Wie geil ist das denn bitte hier? Also cooler habe ich diese Schilder noch nie eingebaut gesehen. Völlig simpel, auch mit dem Abfluss hier. Was ist, was hat er da genommen? Was ist das hier? Geil. Super gemacht. Super. So, wir gehen hier aber wieder raus. Sind jetzt im gesuchten. Oh, hier sind wir bei den Elefanten. Oh ja, schönes Gehege. Auch das hier mit den Felsformationen hier. Hier unten ein kleines Becken. Wow. Gefällt mir sehr gut. Richtig Zoo-like. So richtig Zoo-like. Richtig schön. Also, nicht, dass ein Zoo immer schön wäre, aber das macht absolut Sinn. Auch hier diese Insel. Wow. Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich auch mal die Backstage-Bereiche angucken. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das lohnt sich. Würde ich jetzt mal so einfach mal so tippen. Das Gebäude alleine, guckt euch das mal an. Wow. Habe ich mir doch den richtigen Zoo rausgesucht hier, zum Zeigen. Ja, die Zäune absolut elefantensicher. Denken wir noch auf jeden Fall. Hier, noch ein Baumschutz. Geil. Das Dach ist ja auch mega gelungen. Wir gucken hier nochmal in die Savanne. Wow, das gefällt mir richtig gut. Richtig toll. Richtig, richtig toll. Kommt ja aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Oha, jetzt können wir hier links und rechts gehen. Oh, das ist ein schöner Spielplatz hier noch. Ich meine, der wäre aber aus dem Workshop, hat auf jeden Fall dazu geschrieben. Aber passt einfach immer rein, ne? Viele vergessen, bei meinen Zoo-Visiten merke ich das öfter mal. So ein Spielplatz, der wird öfter mal vergessen. Hier, Toiletten vorbildlich eingebaut. Ja, wir bleiben links, ich weiß. Und immer wieder die Gullideckel. Finde ich toll, super. Ach, guck mal, hier wieder der Mülleimer eingebaut ist. Du ahnst es nicht. Sehr schön. Ja, können wir dann nochmal auf die Weite der Savanne gucken. Ah, hier haben wir noch Gazelle. Gefällt mir. Ein sehr, sehr schönes Mischgehege. Schön. Absolut toll. So. Oha, ich sehe schon Löwen. Hier ist der Löwe. Oh ja, das ist auch ein schönes Gehege. Auch schön mit den verschiedenen Ebenen. Das, so kann man noch Löwen im Zoo zeigen. Und hier unten hier so ein bisschen, ne, wie so ein Graben. Und hier kommt man irgendwie runter. Mal gucken, was wir da jetzt sehen. Ich weiß, hier gibt es noch mehr Wege. Oh, 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 hoffentlich vergessen wir nicht wieder die Hälfte. So, was kann man denn jetzt hier sehen? Oh, hier kann man natürlich nur schwer sehen. Schwierig. Schwierig, schwierig. Oh, hier haben wir ein paar letzte Fetzen. Ach, guck, hier sind noch mal mehr Löwen.
Ich glaube, die können hier über den Weg drüber gehen. Ist ja auch genial. Ja, bei manchen Zoos, und das sage ich ganz offen, sag so, wie es ist, da kommst du aus dem Schwärmen nicht mehr raus, ne? Auch hier diese verschiedenen Ebenen, ne? Das Hippo Reserve. Alles klar. Wir gehen aber trotzdem erstmal hier lang. Denke, wir haben hier noch mehr Löwen. Ja, genau. Guck mal, da ist der Weg oben drüber. Schön. Und dann hast du hier so ein kleines Panorama im Hintergrund, ne? Den Strauß. Wenn wir hier noch einen Löwen hätten. Geil gemacht. Finde ich super. Wir gehen erstmal hier weiter. Oh, der Zaun gefällt mir. Wow. Okay. Now we're talking. Wow. Ja, ich glaube, das wird hier so ein 5-Sterne-Zoo. Wow. Was haben wir hier Schönes? Ach, hier sind nochmal die Automaten nochmal eingepackt. Haben wir dann nochmal eine Sicht auf die Steppe, die Giraffe, Zebra und der Springbock. Haben wir auch alles gerade da. Zebras sehe ich hier aber auch. Habe ich das gerade vorgelesen? Wahrscheinlich. Bin begeistert. Das ist großes Kino hier. Auch hier, ne? Guck mal, einfach die Aussparung des Wegs genommen und da wird reingebaut. Die haben fantastisch eingebaut, ich kann es nicht anders sagen. Wow, ey. So, dann haben wir jetzt hier die Hippo Reserve. Da gehen wir natürlich rein. Es ist ja, wow, wie ist das, wie geil ist das denn gebaut, bitte? Ah, hier haben wir natürlich ein paar. Hier sind auch noch ein paar Flamingos. Hier haben wir natürlich ein paar Vögel drin. Das ist die Montilope, Kranich. Das mit den Hölzern ist natürlich wieder richtig toll gemacht. Ja, die Vögel kenne ich, die sind von Drake, die benutze ich auch. Ah, oh, hier haben wir sogar schon das Red River Hog. Wäre das nicht das Pinselohrschwein gewesen? Weil hier sind Warzenschweine. Oder bin ich jetzt gerade. Bin ich jetzt gerade daneben? Red River Hog? Nicht das Warzenschwein? Naja, klar. Hier das Hippo, sonst wäre es nicht die Hippo Reserve. Mit den Mo Antilopen. Hier so ein fettes Tor. Geil. Und hier alles ausgefüllt. Ey, leck mich fett. Sorry, aber das, also das ist ganz großes Kino hier gerade. Da geht mir richtig einer ab hier. Red River Hog, ich bin. Vielleicht bin ich auch total daneben. Das ist ja geil. Cool. Ein paar Tölpel noch, die da sitzen. Hopsa, was war das denn? Wow. Da ging es erstmal runter. Wow, also guckt euch das da einfach mal an hier, diese Aussicht auch. Da oben können wir noch selbst auch einen Fress. Wow, Brücke wahrscheinlich. Wow. Erstmal einmal aufs Foto hier. Das ist auch selber gebaut. Alter. African Mangrove. Also wie geil ist das denn bitte? Hier ist nochmal der Bullfrosch. Wir gehen erstmal runter, würde ich sagen. Wie klappt das hier alles mit den Treppen? Ihhh, die Schlange. Wie geil ist das denn gemacht hier? Wow. Oh, wir haben gerade Glück. Hier ist auch gerade ein Hippo. Tolle
Tolle Underwater View. Finde ich super. Toll gemacht. Das ist wirklich toll gemacht. Ach, hier kann man noch weitergehen. Gucken wir eben hier rein. Okay, da hast du hier wahrscheinlich noch so eine Schlange drin. Da hinten, ne? Ja, hier. Da liegt sie. Welche das jetzt war, weiß ich nicht. Auch die Schilder, das ist alles total Hammer. Hammermäßig. So, wir gehen nochmal weiter. Mal gucken, ob wir da weiter dürfen. Damit hätte ich jetzt da nicht gerechnet. So, was haben wir dann hier? Irgendwas, irgendwas. Mhm. Hier ist auch nochmal was. Aber hier kann man ja, also hier kann man ja mal gar nichts sehen. Okay. Dann hast du hier auch nochmal die Vögel wahrscheinlich. Auch an Vögeln nicht gespart. So muss es sein. Ah, okay. Dann kommen wir jetzt hier in die Gallery. Okay. Dann gehen wir auch nochmal hoch, ne? Natürlich. Boah, ich bin irgendwie total glücklich, diesen Zoo genommen zu haben. Ich hatte eigentlich eher einen anderen Zoo, den ich heute vorstellen wollte. Aber jetzt, wo ich das hier alles so sehe, bin ich echt froh, dass ich diesen genommen habe. Wow, das ist atemberaubend. Also ich kann es nicht anders sagen. Es ist mega toll. 5 Sterne von mir bis jetzt. Also ganz, ganz, ganz großes Kino. Wow, was für eine Aussicht. Gut, das wird natürlich riechen hier drin. Das ist ja immer das, was man hier nicht so sieht. Und das wäre dann 4D quasi. Also hier drin wird es wahrscheinlich auch riechen wie sonst was. Aber mein Gott, ne, so ist das. Okay, hier außenrum ist natürlich nicht mehr ganz so viel. Aber pff. Wen juckt's? So, von wo sind wir denn jetzt gekommen? Hä? Sind wir von da gekommen? Ja, ne? Wir sind doch von hier gekommen. Oh ja. Okay. Ja, es kommt wie das wilde Gewippe über diese Brücke. Ja, die Wege und die Kamera, die vertragen sich manchmal nicht so wirklich. Okay, dann müssen wir wieder durch den Haupteingang raus. Das ist jetzt aber ungewöhnlich. Na gut. Wir gehen mal hier weiter. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier noch was kommt. Hier ist nichts. Sieht auch aus wie eine Außenbegrenzung. Was haben wir denn hier Schönes? Das sieht einfach fantastisch aus, ne? Die rennen auch. Ach, auch nochmal Warzenschweine. Guck mal an. Okay. Ein bisschen die Orientierung verloren. Ja, Herr Freaks? Wahrscheinlich. Boah, das ist echt dunkel. Da sieht man nichts. Erdmänner? Ja, das sind Erdmänner. Schönes Gehege. Gefällt mir sehr gut. Und dann sind wir bei einem der Aus- oder Eingänge. Okay. Da waren wir ja. Wir gehen mal gucken, dass wir dann den anderen Eingang oder Ausgang finden. Das wäre ja dann quasi hier rechts, ne? Hm. Wir gehen hier nochmal gucken. Sieht aus wie eine Einbahnstraße. Aber hier ist nochmal der Hauptspot quasi für die Savanne. Sieht echt schön aus. Krass. Echt geil. Sehr gut gemacht. Chapeau de l'eau. So, wo geht's denn hier rein? Wir gucken einfach mal. Und sind auf dem Dach. Natürlich sind wir auf dem Dach. Okay,
Okay, dann gehen wir dran vorbei. Ach, hier wäre der Eingang gewesen. Okay. Der Erbauer hat nicht auf Mitarbeiterwege gesetzt. Okay, kann man machen, ne? Jetzt sind wir hier wirklich im Backstage-Bereich. Hier sind wir gerade schon mal falsch abgebogen. Das ist natürlich dann immer ein bisschen doof. Okay. Wir gucken nochmal. Ne, hier ist auch nichts anderes. Nur ein riesen Lagerhaus und so eine Quarantänestation. Kommt jetzt auch immer mehr in Mode, dass man die Quarantäne dann tatsächlich als Quarantäne baut. Was ich nicht schlecht finde. So, hier sind wir, glaube ich, rein. Genau. Und sind dann da rum. Und hier war schon mal genau Nashorn und alles. Tut mir leid, wenn wir jetzt hier zwei, dreimal die gleichen Wege gehen. Aber ich möchte ja auch alles sehen. Da sind wir rum. Ich möchte eigentlich nichts übersehen in diesem großartigen Zoo. Genau, hier am Restaurant vorbei. Rechts nochmal die Savanne. Die zieht sich echt irgendwie einmal quer durch den ganzen Afrika-Bereich. Genau, da könnten wir nämlich hier lang. Cheetah. Hier haben wir einen Geparden drin. Okay. Sehr schön. Bei all dem Gebaue, da findet man auch im Hintergrund diesen ganz normalen Spielezaun. Findet man da gar nicht mehr so schlimm, ne? Also das passt ja um. Passt ja. Hier haben wir jetzt die Elefanten. Und auch hier eine Sackgasse am Ende. Okay. Aber das Gehege sieht einfach fantastisch aus. Wow. Und auch hier, guckt euch die Tore an und so. Das passt alles, ne? Das ist massiv. Das ist für Elefanten geeignet. Wow. Bin hin und weg. Ich bin verliebt in diesen Zoo. Das ist wow. Sehr viel Herzblut und dafür läuft er wirklich richtig flüssig, ne? So, was haben wir hier Schönes? Schauen wir mal. Ist hier nochmal Löwe? Schaut fast so aus. Tatsächlich. Nochmal Löwe. Aha. Hier wahrscheinlich auch. Oder ist hier Cheetah? Cheetah. Warum denkt man bei Cheetah immer an einen Affen, aber es ist natürlich der Gepard. Okay, das wäre hier gewesen. Und dann, was haben wir hier Schönes? Es müsste eigentlich dann ja nochmal Löwe sein, ne? Ja. Ja, da sind, da können sie da oben rüber, genau. Das gefällt mir unheimlich mit den Bordsteinen. Ja, das habe ich, glaube ich, mal bei... Bei wem hat man es gesehen? Bei Leaf oder so? Okay, da mussten wir durch. Und dann bei dem Hippo gab es auch nochmal einen anderen Weg. Genau, hier. Da müssen wir jetzt mal rechts rein. Da waren wir noch nicht. Da bloß hier gibt es auch noch ein Underwater Viewing. Also so ein Tunnel oder so. Könnte passieren. So. Ach, hier sind wir gewesen. Okay. Alles klar. Jetzt haben wir den ganzen Weg wieder auf uns genommen. Aber gut. Sei es drum. Ist nicht so schlimm. Ist ja gar nicht so schlimm. Okay. Dann einmal um dieses großartige Zaungebilde rum. Dann laufen wir halt das kleine Stückchen zurück.
Dann, genau, da war der Eingang, da sind wir auch rausgekommen. Dann sind wir hier lang. Dann gab es irgendwie, glaube ich, noch Erdmänner. Und hier nochmal die Warzenschweine. Die laufen einfach. Hier die Erdmänner, jawohl. So, jetzt habt ihr alles zweimal gesehen, sorry. So, das war, glaube ich, dann das ganze linke Stück. Wir könnten jetzt hier nochmal durch und uns quasi, wenn wir da rechts gegangen wären, hier muss man nämlich durch, ne? Irgendwie so war das. Und da hinten ist, genau, hier hinten ist wieder der Ausgang. Jetzt seht ihr wirklich alles zum zweiten Mal. Naja, Wolfgang Ulrich wird sich freuen. Gut. Dann haben wir hier, glaube ich, jetzt wieder die Säbelantilopen und die Nashörner. Jawohl. Dann gehen wir einfach hier weiter. Hier ist ein bisschen kreuz und quer. Hier haben wir nochmal die Tüpfelhyäne. Oh, die kann man hier vorne gleich sehr gut sehen. Kann man. Mir ist mir gar nicht aufgefallen, wie groß die eigentlich ist, ne? Eigentlich, fällt einem erst so auf, wenn man das hier mal so im Vergleich sieht. Sehr schön. Kann man die hier sehen? Ja, diese Spots sind natürlich Copy and Paste. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Okay. Was haben wir hier hinten? Hier sieht es irgendwie leer aus. Okay. Phase 2. Maybe ever. Okay, hier ist es irgendwie zu. Okay. Hier haben wir dann nochmal sowas wie eine Quarantäne, würde ich sagen. Haben wir das? Dann hatten wir da ja die gespottete, also die Tüpfelhyäne. Okay. Dann gehen wir mal in die andere Richtung, ne? Würde ich sagen. Leute, von hier kamen wir. Da hast du nochmal die Tüpfelhyäne. Ja, so ein paar Hinweisschilder, wo was ist, wäre natürlich super. Hier haben wir dann das, den Außenbereich für das Tarp hier. Gerade irgendwie aber keins da. Haben wir hier? Aha, das indische Rhinoceros. Und nochmal Warhawk ist ja das Wildschwein. Ich höre sie auch, ich sehe nur nichts. Okay. Ich glaube, aber am Ende werden wir die Backstage-Bereiche nochmal abfliegen. Das, was man so erahnen kann, das ist ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Da haben wir dann das Malaientarp hier. Hat es sich versteckt, da liegt es nämlich. Da. Da kommt noch eins angerannt. Völlig übermotiviert. Jawohl, so muss es sein. Hier haben wir dann auch ein Nashorn. Schön, diese ganzen rostigen Materialien genommen. Die Butze gefällt mir auch hier. Das ist mal schön. Jo. Scheiß mal zu springen. So, hier ändert sich der Weg auch wieder. Wow. Was ist das denn? Was ist das denn? Also, wenn jetzt hier nochmal Wildschweine drin sind, das fände ich irgendwie merkwürdig. Oder Red River Hawk, gab es das damals dann tatsächlich noch nicht und das war einfach nur dahingestellt. Boah, der Spielplatz ist mal wieder mega. Wow, guckt euch das an. Ey. Leck mir eine Tasche. Fantastisch. Fantastisch.
Fantastic. So, was haben wir denn hier? Das sieht ja merkwürdig aus. Scheint irgendwie noch nicht so wirklich fertig zu sein, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Und hier die, ja, die Klos sind natürlich einwandfrei eingebaut. Passt irgendwie gar nicht so zu dem anderen, ne? So. Interessante Konstruktion hier. Hätten wir da jetzt links gemusst? Schweißet nicht. Wir werden sehen. Hier haben wir was. Das Barbirosa. Das Nordsulawesische. Sehr schön. Ist auch ein völlig missverstandenes Tier. Nur weil es so hässlich ist. Aber das ist ja auch immer im Dole. Das sind da die Dingos. Sind das Dingos? Dole. Aber nichts zu sehen, ne? Hier nochmal reinschauen zum Barbarossa. Hier ist nichts los. Okay. So, haben wir hier wieder so ein Café. Moment mal. Wir sind wieder am Anfang. Ja, dann können wir ja hier auch lang gehen. Steht Stoppables. Wir schauen einfach mal rein. Okay. Das scheint noch nicht so wirklich fertig zu sein. Aber hier stand nicht Work in Progress. Also. Das verwundert mich jetzt ein wenig. Das ist natürlich schön gemacht hier. Dann haben wir das Indomalaien, den Indomalaien Pavillon. Okay. Da schlüpfen wir natürlich auch. Okay. Ach, das ist alles so dschungelig hier. Die Dachkonstruktion ähnlich wie die erste, die wir gesehen haben. Das sieht natürlich sehr wild aus hier. Aber so ist es wahrscheinlich auch gedacht. Okay. Wow. Und selbst die Wege nochmal so richtig mit eingebaut. Haben wir hier den grünen Leguan. Das mit den Wegen, wie gesagt, das gefällt mir nicht. Das ist aber auch mein persönlicher. Da ist der Komodowaran. Da sitzt er. War auch schön mit den Ruinen und so. Das gefällt mir. Das ist schön gemacht. Wieder diese Einstellung hier hinterm Wasserfall. Das ist eigentlich ganz cool. Gucken wir einfach mal weiter. Hier gibt es auch viele Dead Ends. Claude Leopard. Ah, da ist er ja auch. Also der Nebelparder. So, vielleicht können wir hier mal sehen, die Netze sind ja relativ gleich gemacht. Das dürften die einfachen Wegweiserschilder sein, oder? Die arktischen. Aber kann man die färben? Bin mir jetzt unsicher. Der See hier auf Höhe der Gäste finde ich gut. Auch die Wege sind unheimlich gut eingebaut, wie ihr seht. Die Treppe gefällt mir. Nicht einfach nur schlicht runter. Nee, da steckt was dahinter. Schön.
Ach, hier haben wir nochmal. Ist das der Borneo? Das ist der Borneo. Jawohl. Schön. Tja, da oder da. Wir gehen mal hier lang. Man kriegt auch ordentlich Gemüse ins Gesicht. So muss es sein. Das ist dicht bewachsen. Aber dafür kann man den Weg hier sehr gut sehen. Gute Wahl. Muss ich ja mal neidlos anerkennen. Hier haben wir dann nochmal den Nebelpader. Okay, das Gehege hätte ich jetzt nicht so groß erwartet. Schöner Kletterstuff. So gebogene Bäume finde ich natürlich. Das ist irgendwie relativ unrealistisch. Meine Meinung. Claude Leopard. Können wir wieder zurückgehen? Und gucken nochmal, was uns da erwartet. So. Ja, ich bin ja kein Fan von so Riesenbarrieren, ne? Guck mal, die können da sogar lang gehen. Das ist ja cool. Ah, mit so einer richtigen Passage. Und hier wahrscheinlich nochmal das Hauptgehege. Das ist ja cool gemacht. Ja, bald können die ja dann auch hangeln. Ne? Wir stehen ja kurz vor dem neuen DLC, kurz vor dem neuen Update. Da bin ich ja mal gespannt. Obwohl die ja das nur an diesen riesen Baumstämmen können. Na gut, an einem Seil, vielleicht wäre es dann auch unrealistisch. Wir werden abwarten müssen. Denn eigentlich baut man ja kein Kletterstuff aus diesen riesen... Hier kommt man wieder nicht weiter. Oh, ich liebe es. Zack, dann sind wir durchgefallen. Ich liebe es. Ah, die Kamera. Die Kamera. So, hier haben wir den Komodo-Varan nochmal. Schön, kann man ins Gehege blicken. Finde ich super. Wir fliegen jetzt einfach hier oben lang. Ich denke, hier können wir nochmal... Okay, ich dachte, hier könnte man jetzt direkt zu den Orang-Utans gucken. Kann man aber nicht. So, was haben wir hier? Hier ist nochmal Komodo-Varan. Da waren wir doch gerade. Genau, dann müssen wir jetzt hier runter. Ah ja. Okay. Dann wechseln wir wieder in den Besuchermodus. Dann kommen wir hier wieder. Orang-Utan. Viel Kletterstuff. Ich hatte ja auch immer den Eindruck, dass die Orang-Utans das irgendwie vorher auch nicht so wirklich genutzt haben, ne? Den Kletterstuff. Ja, man sagt ja auch, erwachsene Tiere machen das gar nicht mehr so wirklich. Das sind eher so der Nachwuchs. Aber schön gemacht. Kann man schön reingucken. Gefällt mir. Auch das mit den Scheiben und so. Ja, doch. Ja, doch. So, was haben wir dann hier noch? Ist hier nochmal Orang-Utan wahrscheinlich. Und dann können die da so wechseln. Das ist irgendwie auch cool gemacht. Haben wir hier noch was? Oder ist das einfach nur... Nee, hier ist bestimmt auch noch ein Gehege. Sind ja Zäune drumherum. Aber was genau? Jetzt taucht hier zum ersten Mal so eine richtige Infotafel auf. Okay. Die passen jetzt so gar nicht hier ins Bild, oder? Ulrich Wolfgang, was da passiert? Wenn du deutsch bist, vielleicht kannst du das, magst du es ja in die Kommentare schreiben. Wäre ja cool. Hier haben wir dann nochmal, genau, den Orang-Utan. Kann man sehr, auch der Zaun gefällt mir sehr cool gemacht, hier mit dem Abgeschrägten und so. Das ist schon großes Kino, muss ich sagen. Hier liegt doch noch einer, jawohl. Okay. So, dann haben wir hier dann auch einen Exit. Nehmen wir mal durch. Mal gucken, was wir
was uns dann noch so erwartet. Wir gehen mal hier lang. Haben hier, was haben wir denn hier Schönes? Die Dole, was ist mal immer noch ein Dingo ist. Ihr könnt mich natürlich gerne korrigieren. Ach, hier ist der Spielplatz. Von hier kamen wir. Sind dann. Okay, dann kommen wir ja hier lang, ne? Der Sonnenbär. Da ist er. Baut man auch viel zu selten. Auch schön gemacht. Oh ja, das gefällt mir sehr gut. Von hier hat man eine schöne Sicht. Klettermöglichkeiten. Schön groß. Und auch so nach oben, ne? Mit der Ebene. Aufsteigend. Finde ich super. Ganz toll. Sonnenbär. Okay, hier wird wahrscheinlich. Wollen wir uns mal den Spaß machen? Okay. Backstage ist jetzt nicht so. Ist doch nicht so wirklich was gemacht. Backstage, okay. Da dachte ich erst, naja, vielleicht. So, was haben wir denn hier? Den Affen, Chitaldir, Wild Water Buffalo. Okay. Das ist der Nasenaffe. Natürlich der wilde Wasserbüffel. Und ich würde sagen, der Dammhirsch. Hier ist wieder Dead End. Okay, da müssen wir andersrum. Tolle Konstruktion. Viel Kletterstuff für die Affen. Zaun ist auch mega. So, hier ist immer, also immer wenn ich gerade denke, da kommt nichts mehr. Okay. Das dürfte dann ein Mitarbeiterweg sein. Dann haben wir hier. Jetzt haben wir die hier ja nochmal. Okay. Hä? Wir sind von da gekommen. Okay. Dann ist es hier wieder Dead End. Okay. Sind wir dann durch? Scheint ganz so, oder? Hier wieder zurück. Hier waren wir gerade. War der Sonnenbär drin. Dann waren wir im Indomalaienhaus. Und hier kommen wir wieder zum Anfang. Ja, ich glaube, dann haben wir es tatsächlich schon. Dieses Haus ist irgendwie noch nicht fertig. Hier haben wir nochmal die Rhinozerosse und die Wildschweine. Okay. Und dann kommen wir hier. Hier sind wir hinter dem anderen. Okay. Okay, dann können wir ja. Dann gehen wir mal in die Overview. Ich kann jetzt schon mal sagen, very, very nice Zoo. Wow. Das hat mir sehr gut gefallen. Genau, hier war Afrika. Das gesehen. Bin jetzt gerade ein bisschen. Das müssten wir aber auch gesehen haben hier, oder? Oder auch nicht. Hä? Was ist das denn hier? Sieht aus wie ein Tiger, ne? Haben wir nicht gesehen. Wo sind wir denn falsch abgebogen? Bin ich doof? Wir waren doch hier bei dem Spielplatz. Hä?
Also, Kommando zurück. Bin ich so deppert oder was? Also hier war doch das Rhinoceros drin. Und genau. Da waren wir doch gerade. Und jetzt ist hier auf einmal ein Tiger. Kapier ich nicht. Hä? Hab ich gerade einen Denkfehler oder so? Der bengalische Tiger. Tatsache. Hä? Aber wir sind doch von. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Sind wir nicht von da gekommen? Hier ist nochmal Rhinoceros. Panzernashorn, oder? Und hier ist nochmal bengalischer Tiger. Tja, ist ja verrückt. Total crazy. Hä? Wo sind wir denn falsch abgebogen? Naja, wir können es ja jetzt nochmal sehen. Aber das ist crazy. Cringe, würde man sagen, oder? Cringe. Was haben wir denn hier noch für ein Gebilde? Gut, dass wir nochmal in die Overview gegangen sind. Ja, ich weiß, mir passiert das so häufig, was ich. Dann hätte ich das übersehen. Ich glaube, ich spinne. Wow, das ist doch mal. Das ist doch mal angemessen. Für den heimlichen König der Tiere. El Binturondo. Binturong. Wow. Toller Kletterstuff. Wow. Schön. Ja, den Binturong hätten wir verpasst. Er leckt mich doch, ey. Wow. Wow. Hier haben wir wieder diese Wände, die Lehmwände. Ja, hier gibt es keine Mitarbeiterwege, man merkt es. Die Leute latschen halt überall hin. Hier ist jetzt wieder Mitarbeiter. Okay. Hä? Jetzt, das verstehe ich schon. Hä? Also hier sollte man garantiert nicht herkommen. Glaube ich nicht. Ist halt das Problem, wenn man nicht die Mitarbeiterwege nimmt. Cool, guck mal, die können dann hier raus. Denkt man. Können sie gar nicht. Psa. Eine Attrappe. Eine Attrappe. Erwischt. Okay. Sind wir jetzt fertig, wa? Ich würde sagen, ja. Ist natürlich schade, ne? Wenn man da die Mitarbeiterwege das nicht wenigstens zum Abgrenzen nimmt. Dann latschen halt die Leute überall rum. Das ist natürlich nervig. Ich weiß, die Mitarbeiterwege sehen sowas von hässlich aus. Also ich verstehe auch nicht, warum die so aussehen müssen. So, wir gehen gleich in die Overview, würde ich sagen. Was sind wir jetzt hier? Kennen wir ihn jetzt oder kennen wir noch nicht? Ja, hier ist die Hyäne. Wir gehen in die Overview. Hier, Backstage, wie ihr seht. So, wieso sind wir dann da? Ist falsch abgebogen, ne? Das ist. Hier war der Wasserbüffel. Ja, es laufen überall die Besucher rum, ne? Das ist natürlich nervig. Aber geiler Backstage-Bereich. Hier ist der Binturong-Eingang. Also rein theoretisch. Den Binturong übersehen. Das hätte ich mir nicht verziehen. Und hier, geile Stallung.
Leute, das gefällt mir sehr gut hier. Auch die Backstage-Areas. Ja, gut, das ist vielleicht nicht ausgebaut. Wir werden gleich nochmal reingehen hier. Aber das ist alles gemacht für die, für diese riesige Savanne. Hier natürlich auch mega Backstage-Bereiche. Das ist gut gemacht. Wir gehen einmal rein. Aber gut, von drin ist es nicht gemacht. Sei es drum. Es sieht ja trotzdem mega aus. Also nach außen hin, mehr braucht man auch gar nicht. Das ist ja schon wirklich Champions League hier. Genau, bei den Elefanten wollte ich nochmal gucken. Aber das ähnelt sich dann natürlich auch viel. Aber ansonsten ist der Backstage-Bereich ist natürlich toll gemacht. Wow. Ja, irgendwo mal gesetzt, dass dort keine Besucher hinlatschen können. Das macht das ganze Bild so ein bisschen, ne, kaputt. So, hier waren wir. Da sind wir rumgegangen. Dann sind wir da ins Indio-Haus gegangen. Wir können am Anfang nochmal schauen. Hier war das Hippo-Ding. Fein, fein. Wir gucken hier nochmal rein. Gibt es hier einen Souvenir-Shop? Stand ja gerade. Exit. Dann haben wir hier Souvenirs. Wir gucken einfach mal. Ne, hier ist nichts. Okay, also der Innenausbau, das wäre natürlich jetzt nochmal, das wäre nochmal das i-Tüpfelchen gewesen. Aber, mein Gott, guckt euch das an. Wolfsbury Zoo. Also, mega. Sehr toll gemacht hier. Auch die Backstage-Bereiche sind auf jeden Fall angefangen. Und so nach außen, alles was man nach außen hin sieht, da kann ich nur den Hut ziehen. Wow. Die Häuser gefallen mir megamäßig. So von der Art und Weise ist das ganz, 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 ganz toll gemacht. Ulrich Wolfgang, solltest du deutsch sein? Und schreib doch was in die Kommentare. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es megamäßig gefallen. Ein ganz, ganz, ganz toller Zoo. Da erhältst du natürlich den goldenen Stempel für. Und wenn ihr auch mal wollt, dass ich euren Zoo oder euren Park visitiere, ich blende euch nochmal die Adressen ein, wo ihr mich kontaktieren könnt. Und nicht schüchtern sein, immer raus damit. Ich stelle sie gerne vor, egal ob Zoo oder Visite. Und wenn es mich umhaut, ihr merkt es selber, dann haut es mich richtig um. Ja, wunderbar. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag oder auch einen anderen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das schaut. Mein Name ist Thomas Freaks. Ich bin raus. Auf Wiedersehen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so enden wird. Enden? Nein, hier endet die Reise nicht. Der Tod ist nur ein weiterer Weg, den wir alle gehen müssen.